Guten Abend und herzlich willkommen! Und diese Disco gibt es immer noch. Einmal im Monat legt Wladimir Kaminer russische Musik auf und bringt das Tanzvolk zum Beben. Die Berliner lieben es, wenn er seine russische Seele in den Großstadtdschungel einbringt. Seine Discoabende hat er in einem sensationell erfolgreichen Buch, die Russendisco, bis heute 1,3 Millionen Auflage verarbeitet. Kaminer ist einst aus Russland, wo er noch streng sozialistisch erzogen wurde, nach Deutschland gekommen, hier heimisch geworden. Bei seiner Lesung im Brandenburger Theater zeigte sich, wie gut er die Deutschen unterhalten kann. Deshalb hat er auch ein Herz für Flüchtlinge und glaubt, dass diese den Deutschen einen Mehrwert bringen. Er liefert dazu einen schönen Vergleich. Also irgendjemand hat hier in Brandenburg gedacht, schön wäre ein Theater zu haben, und daraufhin entstand später das Theater. Jetzt stehen wir hier, also in einer Gedankenwelt eines anderen Mannes oder Frau, die wir nicht kennen. Und genauso ist das jetzt diese Flüchtlingsgeschichte. Ich glaube, dass sie viel mehr den Bürgern hier nutzen wird, als den armen Flüchtlingen. Russen und Ukrainer, für ihn sind das Menschen, die in Frieden zusammenleben wollen, tanzen, feiern und Sport treiben. Der Autor mehrerer erfolgreicher Bücher ist entsetzt darüber, wie feindselig Putin insbesondere mit der Krim-Invasion den früheren ukrainischen Freunden in den Rücken gefallen ist. Ich halte diese Entwicklung für ziemlich tragisch, ganz sicher, dass sie nach so vielen Jahren in der freien Welt keine andere anständigere Beschäftigung für sich gefunden haben, als einen Krieg gegen das Nachbarland zu führen. Das ist natürlich sehr tragisch. Obwohl russischstämmig, mag er die Ukrainer ganz besonders. Für ihn sind das offene Leute, die ungezwungen auf Fremde zugehen. Ihr momentanes Schicksal bedauert er sehr. Die Ukrainer, die sind ja da wie in einen Fall reingetappt in diesen sogenannten Konflikt. Ich finde das auch beschämend, dass das von der Welt als russisch-ukrainischen Konflikt dargestellt wurde, als hätten Ukrainer jemals irgendeinen Konflikt mit den Russen gehabt. Die wurden ja einfach nur überfallen. Man würde ja nicht zu 1939 sagen, deutsch-polnischer Konflikt, obwohl da wahrscheinlich von beiden Seiten irgendwelche Unzulänglichkeiten gab. Er selbst wohnt am Prenzlauer Berg, wo sich in den letzten Jahren viele Schwaben angesiedelt haben. Darüber regen sich bekanntlich viele Ur-Berliner auf. Kaminer hat da aber eine ganz andere Meinung. Ich halte die Schwaben für eine Bereicherung für unsere Wohngegend. Sie haben auch tatsächlich viel Vernünftiges und Rationales gebracht. In vielen kleinen Konflikten, die die Menschen dort hatten, wo sie nicht auf Politiker, nicht auf unseren ehemaligen Bürgermeister zum Beispiel zählen konnten, der nur für Großprojekte stand, die nach außen für Touristen gerichtet waren, wie dieses Schloss oder Flughafen. Also was hat das mit meiner Straße zu tun? Nichts. Wir brauchen weder Schloss noch Flughafen, wir brauchen unseren Park, der bebaut werden soll. Und da hatten die Schwaben eine sehr wichtige Rolle gespielt in den Verhandlungen mit dem Bauherr. Sie haben eine Verantwortung für dieses kleine Stück Land, für diese Straße entwickelt und anderen gezeigt, dass man als Bürgerinitiative mehr erreichen kann als irgendein Parteiverein. Ernste, aber auch lustige Geschichten, die er in den letzten Jahren erlebt hat, sind nun Bestandteil seines neuen Buches geworden. Dieser Tage ist es erschienen und trägt den Titel »Das Leben ist keine oder eine Kunst«. Im Brandenburger Theater hat er daraus gelesen und mit seinem Humor die Besucher begeistert. Wladimir Kaminers beißende Ironie, ein echter Volltreffer.